So, wieder hallo und willkommen zu einer neuen Forza Horizon 3 Multiplayer-Ausgabe. Und ja, wir wollen uns mal diesmal zu dritt battlen. Nämlich einer, wie letztes Mal dabei ist, natürlich der Attack Johnson. Hallo! Und auch diesmal dabei ist der Ray. Hallo! Und wir wollen heute mal ein bisschen in der Spy-Kategorie online gucken, ja, was wir da so reißen wer, oder ob sie den komplett schwängeln hat. Hm? Sag's doch, wie es ist. Sag's doch, wie es ist, genau. Wer einfach den dicksten E-Penis hat, darum geht's ja, einfach. Genau. So, aus. Ich bleib mal hier so, zack. Ich weiß auch gar nicht, was ich nehmen soll. Übrigens, Lukas hat vor dem Video gesagt, man kann dir Favoriten anschauen. Ich suche es immer noch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ach da! Man kann das nicht Favoriten. Mit Filter geht das, ja. Ja, mit Filter. Nebenbei, kurze Info nebenher. Es gibt keine Parallelsichten, sondern jeder hat ein eigenes Video. Das könnt ihr dann nachträglich alle dann als einzeln anschauen. Und das ist dann voll cool. Ja, wir machen das so richtig so wie diese Beauty-YouTuber, ja, wo ein Video bei dem und das andere Video bei dem. Auf jeden Fall. Ihr glaubt gar nicht, was in Ray's Video passiert ist. Der Wahnsinn. Da musst du auch unbedingt reinschalten. Also Leute, was da passiert, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt mir keiner. Ja. Also Wahnsinn. Die Sicht bei Johnson, das wird das letzte übrigens sein. Also wenn ihr es in chronologischer Reihenfolge letzte, haben wollt, dann guckt ihr jetzt bei Lukas, dann guckt ihr bei mir und am Schluss guckt ihr bei Johnson. Da werdet ihr allerdings nicht so viel mehr hören von Lukas und mir, weil das wird dann in englischer Sprache sein. Da halten wir uns dann einfach mal raus. Also ja, bringen wir richtig schlechte Aussprache hören will, der hat da Spaß. Yes. This is very good English. I will have a lot of fun. Yes, yes. Put the foot off the throttle. Yes. Put the foot on the throttle. Like a German would say. Okay, ein wenig Seriosität, Leute, bitte. Also das geht ja so gar nicht. Ne, wir sind doch gerade bei Lukas auf dem Kanal. Also, das stimmt natürlich. Das machen wir dann bei mir. Ja, das stimmt. Ja, willkommen bei mir. Freut mich auch, dass ihr dabei seid. Immer wieder gerne. Ja. Irgendwie Topspeed ist nicht so. Nee, meiner rennt auch schon bei 3. Wow. Ja, bei 400 in den Begrenzer. Nee, 410. Wie, 400, ich schaff nicht 400. 380 ist fertig. 415 ohne ich hab auch nicht so viel. Trotz Favoriten habe ich es gerade geschafft, das falsche Auto zu wählen. Gut, bei uns ein schönes Feature funktioniert. Tadellos. Wie viel hast du in den Favoriten? Ein Auto, Sieger? Das hast du falsch gemacht. Nee, da waren 10, glaube ich. Da waren 10. Komm, da fahre ich jetzt den direkten Weg. Scheiße. Da hast du das Feature also schon mal benutzt und dann wieder vergessen. Nee, ich habe das ja vorhin vor dem Video gemacht, als du mir gesagt hast, es gibt die Favoriten. So. Nachdem ich Level 580 bin oder so, habe ich kann man das mal entdecken, so ein Feature. Ja. Dinge gibt es im Spiel, das ist ja der Wahnsinn hier. Hey, der Mann betreibt Forza professionell, erkennt die Favoritenliste nicht. Ja, gut. Das, Cut, vielleicht, da schneiden wir raus. Das, ja, cut. Cut, weg. Ich fahre gerade durch so einen Wald, der macht mir ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Und ich merke gerade, ich hätte doch die Straße nehmen sollen, die anderen sind alle schneller. Nicht so schön. Oh, bremsen! Ach ja, Jungs, das ist doch schon wieder in der Online-System, wo man mit EP erster wird und nicht mit Skill. Ja, auf jeden Fall, das ist das beste System aller Zeiten. So sollte man auch professionelle Events überhaupt nicht, finde ich. Also warum sollte man Erster werden wollen? Ah, warum auch? Bullshit. Geht ja nur um Spaß und den Rage. Genau. Ja, für den Rage. Den Ray. Den Ray. Du da noch kein Patent drauf hast, ey. Ja. Doch, hab ich doch. Echt? Wir sind alle am Ray. Deswegen kam jetzt ein Anwaltsbrief ins Haus. Dieses Apostroph-Dingens da und dann dahinter. Wenn der die Fresse aufreißt, die scheiß System ist weiter. Ich bin Achter! Ich hab keine Lust mehr. Du bist ja auch voll schlecht dahin gefahren, ja? Du musst so mit viel mehr Style dahin kommen. Guck mal, Lukas hat mindestens 3 Bäume mitgenommen. Ah, das ist nein, kein einziges diesmal. Das ist so. Ja. Sonst wär's der Erste. Lukas hat den Style und das Geld. 64 GP sprechen von Bäumen. Nein, da redet jemand! Sei still! Ich höre nur irgendwie in dieser Mikro kloppen. Boah, der heißt Irak. Ja, Irak. Key. Jungs, ich habe einen Tipp für euch. Macht einfach eine Party und schließt die oder so. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es zu spät. Du willst nur, dass wir verlieren jetzt. Jungs, drückt da mal bitte kurz den Xbox Guide-Button ganz lange und dann den Bild. Wir machen unser Rennen jetzt nicht kaputt. Mal jetzt die Kinect an und dann erstmal ausblenden rufen. Den also, Shelby geht vorher mit fettem Blower drauf. Das spricht für ein Performance-Auto. Wo starten ich? Boah, ist Kollision an immer eigentlich bei sowas? Ja, ne? Nee, komplett lassen. Aus, weil die Fairness wird ganz groß geschrieben hier. Ja, okay, gut, danke. Aber ich finde gut, dass du es falsch ausgewählt Auto gewählt hast, trotzdem eine Viper ACR geworden ist. Ja, das ist ja die falsche. Ist aber auch scheiße, das Auto. Problem ist jetzt halt auch noch. Nein, Checkpoint verpasst, das gibt's doch nicht. Haha, der erste Checkpoint ist. Ja! Der zweite hätte ich jetzt noch verstanden, weil der war echt kacke. Ich bin am ersten einfach links vorbei. Ey, Lukas, ohne Scheiß. Das ist eine Startlinie. Let's play Noob, ne? Ich hab jetzt schon wieder Bock. Let's play Noob in a nutshell, Leute. Also es geht ja um Style. Hat sich vielleicht mal Stimme leicht angekratzt. Das lag daran, weil wir schon mal vorher 3 schöne Offroad-Rennen mit den Autos gefahren sind. Traum, richtig schön war das.
Das also wollten ich, wir ich, aber ich, hab, ich hatte halt richtig Spaß mit dem Design. Ich habe nämlich gewonnen. Ja, hat man dir auch rausgehört. Ja. Du warst richtig enthusiastisch. Auf jeden Fall. Also um die Geschichte kurz zu erzählen, ich habe 3 von 4 Rennen gewonnen, bin am Ende nur Dritter geworden. Also, ja. Ich habe 1 von 4 gewonnen, bin Erster geworden. Oh, so als 3 in der Nutshell. Oh fuck, der Race hinter mir, Leute. Ich habe Oh mein Gott. Nein, ich habe einen Checkpoint verpasst. Nein. Ja, wie kann man das denn machen? Wie dumm kann man denn sein? Oh, oh Gott. Was ein Noob. Nein. Der Fab E-Sport. Oh mein Gott. That's a professional driver. Ja, das ist, weil ich nur... am Tryharden bin, weißt du? Wenn ich diese Strecken fahre, die ich nicht kenne, dann geht's halt gar nicht. Ja, vor allem das Schlimme ist halt, wenn du richtig Tryharden willst, fährst du ja eigentlich voll in über den Randstein, aber geht nicht, weil Checkpoint nicht so weit ist. Ja. Weil Ideal-Linie fahren für Anfänger ist. Oh, au. Dieser... Boah! Ja, bitte ramm mich in die Mauer, das ist cool. Dieser minimal dumme Mensch hier, ne? Minimal, also ist eigentlich relativ schlau. Das ist eigentlich... er ist nur minimal dumm. Das ist schon eigentlich ziemlich intelligent, um ehrlich zu sein. Also doch eine sehr intelligente Persönlichkeit. Von Neisigkeit her. Von Neisigkeit her, voll Flyder, boy. Ja, okay, jetzt ist gut. Neisigkeitsfaktor mal 2 genommen, würde ich schon sagen, ja. Haben wir die Zielgruppe wieder angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch auch nett geworden. Wenn der scheiß 1-12 in der Ware aber aufhören würden, hier vor mir ein Duell zu fahren, dass ich mal vorbeikomme, wäre echt geil. Also, wäre der Controller nicht schon halber kaputt, hätte ich ihn jetzt auf den Tisch geworfen, so nach dem Motto Drop the Mic. Ja. Was? Ich bin... What the fuck? Guckt euch die Zeit an. 1000stel hinter dem zweiten. Ich war hundertprozentig vor. Aber das sieht man halt mal, wie realistisch Forza Horizon ist. Da wird bis aufs 1000stel wird er noch, ne? Ja, und vor allem, wenn du wirklich eine halbe Wagenlänge vor der Person bist, dann ist das geil, wenn du 1000stel dahinter bist am Ende. Aber er fährt halt Huara PC. Huara. Ungefähr so ist die Aussprache dann später in der dritten Folge. Ich mach nochmal Werbung dazu. Weil die Folgen kommen ja wahrscheinlich gleichzeitig raus, oder? Ist ja eigentlich voll verwirrend. Ja, denke ich auch. Voll krass. Oder sollen wir die so eine halbe Stunde Abstände rausbringen? Boah, das wäre ja voll fancy. Das wäre ja krass. Boah. Das wäre ja voll Klick generieren, Alter. YouTube-Money. Machen wir. Also das ist voll mein Style, muss ich sagen. Das wäre ja voll der Fansupport. Ja. Ja, natürlich. Nur für euch. Das nur war das Wort. Ja, für die Leute, die gleich... Nur für euch, ihr seid uns so wichtig. Ja, weil die, wo alle die Glocke bei Lukas aktiviert haben, ja, kriegen das jetzt, haben, gucken ja direkt und wissen das. Und dann ja. Ab und dann genau, so genau. Die Bestellung von euch kriege ich nachher noch, oder? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich bin 7000 Punkte der Ray. Ich habe bestimmt vorher noch so ein XP-Checkboard irgendwie eingesammelt. Wir haben noch klar gemacht, Porsche hat 5-fach-Multiplikator. Gibt's sowas oder was? Da gibt's sowas. Echt? Ja, dann mach ich das mal schnell noch an. Das war, also das war früher jedenfalls so, dass wirklich, wenn du jetzt eine Fähigkeit, warte mal, gucken wir mal schnell. Kann man das noch hier machen? Achso, diese Boards, die noch rumstehen. Ja gut, da hätte ich tatsächlich noch ein paar, die ich noch nicht eingesammelt habe, aber... Nein, ich muss herausfinden, wie du hier cheatest, das geht so nicht. Also du hast mich auch bestimmt in deiner Macht irgendwie an dem Checkpoint vorbeigeführt. Ja, klar. Die Macht sei nicht mit dir, tschüss. Problem ist, mein Auto ist nichts für Driften. Ah, gut, dass wir kein Drift-Event haben. Mein Lamborghini kann echt gut untersteuern. Ja, aber... also mein Lamborghini richtig gut hin, gegen jeden Baum, geil. Wenn es ums Untersteuern geht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Meine Viper ist jetzt auch nicht so geil. Guck, jetzt sind es nur noch 6000, alles easy. Boah, ich hab 1022 EP gemacht, geil. Lukas, auf nächstes Mal mach ich noch einen 360er davor. Online-Abenteuerveranstaltung beginnt. Ich fühle mich beim Level 379 echt schlecht, ey. Nimmst du dich nicht ein bisschen? Die habe ich ja großteil nur durch das Goliath erfahren. Ja, genau, gleich viel EP sehe ich gerade. Voll verrückt. Ja, das wäre auch der, mit dem ich gerade auf 1000 genau war. Also von dem her gerechnet, ne? Also der Wearer und der MC12 kloppen sich gerne. Und lassen sich dann nicht vorbei, weil die ganzen 3 Spuren brauchen. Geht's jetzt eigentlich auch mal los, oder? Weiß ich nicht. Also ich finde das hier super interessant eigentlich. Ja, schön hier, wie die Leute da hinten auf den Bänken sitzen. Ihr müsst euch übrigens an meine Livery angucken, wenn ihr die Chance dazu habt. Also wenn ich an euch vorbeifliege oder so. Meine ist geil, Liberty Walk ohne Spoiler und ohne Kennzeichen. Deine Livery, na gucken wir mal, wenn wir sie denn sehen. Gucken wir mal. Was fährst denn du nochmal? Eine Viper, ne? Ja, die gute die Viper. Die mit dem dezenten Heckflügel. Ich seh leider gerade keinen Vorschau. Nee, ich sehe nicht. Teamrennen auch noch. Ah, Lukas und ich rocken. Ich muss letzter starten, ist ja ein Witz. Wir sind ein Team? Wir sind in keinem Team, Jungs. Es ist jedes Mal so, ich bin nie in dem Team mit der Person. Ja, ich bin ja in dem Team, sehr gut. Also schießen mal Attacks ab, sehr gut. Das ist ja, wir müssen ja sowieso die Livery angucken, da müssen wir näher ran, habe ich gehört. Wie kommt der 8 so schlecht am Start weg? Was macht der denn mit seinem Auto? Der hat Allrad. Ja, du
Quattro. Oh, Luca, sorry. Wir sind im Team. Oh, mein Ohr. Ja, du bist denn drauf gefahren. Wow. Nein, du bist nach rechts gezogen bei mir. Ja. RIP Headphone-User, sag ich nur. Ja, fahrt einfach alle geradeaus in die Kurve rein. Ihr hört mich. Alter, wie einfach YCD-Design hat, ja. Ja, ist geil, ne? Aber ich muss noch mal näher ran. Alter, der macht erstmal den ganzen Fahrer voll ab. Oh, was tut es? Komm her, Kollege. Schieß ihn ab! Okay. Oh. Was war der Hex-Spoiler? Ja, ich häng irgendwo fest, was ist... Ey. Die zwei Laternen, die sind manchmal ganz schön stark. Ja, ich Oh Gott, sorry, Way. Alles gut. Ich hab kein Quattro, ich hab Hybrid-Allrad. Ja. Ich hänge schon wieder an einer Laterne fest. Wollen die mich verarschen? Nee. Ich weiß schon, warum ich sonst keinen Horizon wieder mache. Weil wir so sympathisch sind. Weil Lukas und ich ja eher die Professionals sind, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, Lukas! Was denn? Linie. Hä? Was denn? Ich bin selber gerade am Wunder, der Lamborghini liegt nicht so stabil bei dem Tempo. Komm, gib Gas! Jo, was ist denn das für ein kleiner... Ja, das war der, der mich auch nicht vorbeigelassen hat. Alter, ich den ramme ich jetzt ab, Alter, das ist mir gerade egal. Töte ihn, los, töte ihn! Ja, sowas ist, finde ich, Achtung, Viper von hinten! Also, der Viper von hinten. Das ist irritierend, ich weiß. Leicht. Eine blaue Viper im roten Team. Komm an dem 458 nicht vorbei, der ist ein Teammitglied und macht mir keinen Platz. Du, das ist den Menschen scheißegal, in was für Teams sie sind. Jo, dann schießt er mich nochmal ab. Geil. Oh nein! Komm, ja, schieß die Viper ab! Nein, wir fahren fair miteinander. Wir sind Homies. Ich meine, haben die Viper weg. Ich schieß nur die anderen ab, die mich abschießen. Ich wäre schon längst Erster, ja? Hätte Fahrerkette. Ich bin wieder da, Jungs! Du hast ja auch nur Power in dem Auto, oder? Nee, so viel Power ist eigentlich gar nicht drin. Es geht. Nee, ist nur eine Viper. Die hat einen ganz kleinen V10. Total unterpolarisiertes Teil. Ja, oh, Alter, was für ein Spacken. Zum Glück bin ich ausgewichen. Oh. Er wollte mich nämlich upcrashen. Schön ist, er ist die ganze Zeit unsichtbar. Er wollte dich schon wieder abcrashen, falls es dich interessiert. Ja, ja. So ein Typ, ey. Nein! Sehr charakterstark. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht einen Checkpoint jetzt gerade verpasst? Oh mein Gott, hör auf, mich zu rammen! Ich hab einen Checkpoint verpasst, das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Das ist jetzt die Runde. Nein, Gottes Namen. Fuck, ich krieg den jetzt da vorne gar nicht mehr. Ich werde komplett gemimt. So, einmal den Wearer in die Mauer schicken und tschüss. Ich hab schon keine Lust mehr, Jungs. Das hört man raus. Ist gut, dass es die erste Folge ist, deswegen habt ihr das gleich bei deiner Sicht richtig. Ah, Team Blau dominiert! Ba-bam! Ja, ich meine, war ganz gut von uns, von mir und Rot. Ja, würde ich auch sagen. Hätte ich jetzt den Checkpoint nicht verpasst, wäre Team Rot eindeutig vorne gewesen. Aber ja, das gehört auch mit zu Skill. Hättet ihr diesen Blatt hier, ich sag jetzt das Wort nicht, Sohn, gehabt, wäre auch man den gewinnenden Team, das gibt's gar nicht. Fuck, ey. Ich muss kurz in mich gehen, Jungs. Ich bin kurz eine Minute ruhig. Also ich würde halt sagen, Attex Johnson ist halt. Ich sehe gleich Facebook-Post, ich beende meine Karriere, tut mir leid, Leute. Man muss gehen, wenn es am schönsten ist. Ja. Weißt du, Lukas und ich, wir sind auch noch so cool, wir geben uns gleich viel Punkte, ja. Da gibt's keinen Nummer 1-Fahrer oder eben. Nummer 2. Wir sind einfach, muah, ja, so läuft das. Das ist Liebe, das verstehst du nicht. Ja. Ich hab Gott, ey. You don't say! Ah, ja. In den anderen beiden Folgen wird das ein bisschen professioneller wieder. Nein, das möchte ich nicht. Okay, gut, dann bleibe ich in der Folge dabei. Nein! Alles bleibt so, wie es ist! Ich bin nur noch Sechster, wie zum Geier. Ach, Lukas, wir haben am Anfang gesagt, du hast Style, aber anscheinend bist du nur schnell und hast Finger haben wir 1000 Punkte. Ja, eben, anscheinend bist du nur Profi halt. Deswegen. Wir haben die Rollen getauscht vor der Aufnahme, ja. Lukas ist Johnson, ja. Johnson ist bin Lukas. Bin ich die ganze Zeit. Danke, ich freue mich. Und ich bin ich. Nee, das passt ja gar nicht. Ich bin ich. Nee, du bist vorne, das kann auch nicht sein. Weil also. Das ist jemand, der Texte schreibt, Phantomschreiber. Ich bin der Phantomfahrer für ihn. Ja, denke ich, er wäre er, aber er ist nur so das Marketing-Gesicht. Weg mit ihr, du Vita-Phone. Er denkt, er wäre er, aber ich bin ich und er ist sie. Und was? What? Ich hoffe, sie wissen immer noch, wo wir sind. Wie macht mein Fahrzeug gerade, was es will? Das ist ja los. Oh, 66 MP. Hier. Also ich habe gerade richtige Driftskills rausgeholt und 1000 MP geholt. Geil, ich habe 640 geholt. Ja, Fähigkeiten 0. Ach, ich bin halt nicht so stylisch. Fähigkeit 0. Ach man, ey. So, jetzt konzentriere ich mich. Wusa. Einfach mal Wusa. Aber schon wieder ein Start drin, ne? Das ist ja voll heftig. Voll krass, Mann.
Hätte ich das gewusst, ja, hätte ich irgendwie so ein... unbedingt so viel Glück. Ich glaube, wir sind halt nur in Surfer's Paradise unterwegs gerade. Ja, ich hätte am liebsten so ein kleines, quirliges Etwas gehabt. Krass, dass jemand in der Lobby noch jemanden sieht, der unter Level 100 ist. Wenn wir einen Level 15. Ja, eben. Ist auch derjenige, der es im 8 geschafft hat, den Start nicht auf Reihe zu bekommen. Ja, das ist halt auch schwierig. Ich meine, du hast 6 also, Gänge, ja. 6 Vorwärtsgänge zur Auswahl oder 7, je nachdem. Welchen nimmst du denn da, da sich dann für den richtigen zu entscheiden, ist nicht immer einfach. Das ist ein Würfelspiel, mehr oder weniger. Du machst das auch vorher. So. 5. Ja, 5 ist eine hohe Zahl. Ich glaube, damit kann man gut starten. Ah, gut, die Drehzahl liegt bei so und so viel Umdrehungen an, dann wird der höchste Gang auch gut dafür sein. Ich möchte mal sagen, Ray startet in jedem Rennen vor ja, mir. Als ob. Vorher bin ich die ganze Zeit hinten gestartet, ja. Okay, let's go, Ladies. Keine Teams, also kann ich auch wieder in Attacks reinrammen. Also sag doch nicht immer Attacks. Ah nein! Ich bin Johnson, sorry. Ich bin gerade voll an der Einfahrt hängen geblieben. Mann, dieser... Boah, ey, was für ein... Junge! Boah, was für ein... Suera Fahrer, ja. Nein, doch! Der kriegt erstmal jetzt eine Abmahnung, ja. Ich guck mir das erstmal schön von hinten an. Ich hab nämlich gerade eine Garage einfach mitgenommen. Was tut er? Oh mein Gott, der eine leckt auch wie Sau. Was soll er halt lecken? Der leckt wie Lassie. Ich bin ja unsichtbar, das ist ja egal. Oh Gott, wer ist das denn hier? Das war oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwer hat mich getötet gerade. Danke dafür. Aber es ist gut, dass du noch reden kannst. Johnson Zombie Alive. Ich rede aus dem Nirvana mit euch. Ja, das finde ich geil. Hat was. Ja, bitte rammt mich. Dankeschön. Ich hätte die Kurve sonst fast gar nicht bekommen. Wie der vorne hier nur am Extenden ist. Oh. Ich schieße. 5 Sekunden Strafe. Minimum. Jetzt all about Strafe, los. Was tut es? Leute, ne? Weißt du, ich kann mir vorstellen, die Hälfte der Leute hier hat die Bremslinie an und verbremst sich trotzdem die ganze Zeit. Ja, klar. Das ist ja nur eine Empfehlung, dann geht also noch später. Ja, also der da vorne, so wie er fährt, hat er sie 100 pro... jetzt habe ich ihn abgerammt, das wollte ich gar nicht, egal. Man soll es mir verzeihen. Gut, dass ihr die Bremslinie nicht richtig nutzt, ne? Ich habe ja auch keine. Ich meine er, jetzt hat er die auch komplett verfehlt. Gut, dann muss ich aber sagen, ich hab die auch an, weil ich einfach den gar nicht kenne. Ist ja auch okay. Also ich will das ist nicht verpönen oder so. Na nur klar, hast halt, du. Mir ist es nur halt gerade aufgefallen, dass er gerade so extrem daneben geschossen ist. So richtige Profis nutzen die natürlich nicht. Ja, richtig. Weil Johnson ist halt heute, ne? Ich bin heute nicht ich, also das ist halt mein anderes. Zu viel Druck, da kann er heute nicht mehr arbeiten runter. Ja, es gibt Frauentausch, wir machen YouTuber-Tausch, neues Trendformat. Bring bitte andere YouTuber nicht auf dumme Ideen. Ich wollte es gerade sagen, ich könnte mir das echt noch vorstellen, dass es manche machen würden. So einziehen beim anderen und dann halt dieser Content bringen, was der andere macht. Also quasi Beauty-Tausch mit ey, das ist Prank, ja voll geil, Jungs. Prank. Das ist ja voll nicht geil, aber... Nein, gut, ich hätte aber dann würde vielleicht der ein oder andere Kanal mal vielleicht Qualität bringen, ja? Tausche mit Bibi einfach. Überleg mal, setz mal so ein Hand of Blood bei Bibis Beauty's Palace ein, ja? Da wäre auf einmal Niveau-Kehrtwende sowas von over 9000. Und ja, das Problem ist aber, dass Bibi auch bei Hand of Blood dann Alter. Ja, bitte zieh auf die Straße, wenn du einen Baum gerammt. Das ist cool von dir, passt schon. Also da ich halt auch meine Beauty Products verkaufe, ne? Kann ich halt auch bei Bibis Beauty Palace sein. Also das ergibt schon Sinn. Ne? Gibt ja auch Johnson Deo und Johnson Ford Spray. Ne? Ich finde nicht so gut. Also ich habe halt die schnellste Rundenzeit, aber es bringt mir nichts, weil ich halt wieder getötet wurde. Ja, und ich hatte halt ein bisschen zu kämpfen, weil ich am Anfang erstmal in der Garage einfach hängen geblieben bin. Aber der Ray ist gar nicht so langsam hier in dem Spiel, ne? Also das finde ich jetzt gar nicht so gut. Lass mal wieder auf Motorsport wechseln, ja. Da habe ich mehr Erfahrung. Da verkacke ich jetzt noch mehr, weil ich überhaupt nicht auf den Bremsen klarkomme. Ja, Motorsport wird bei Motorsport 7 bin ich da auch wieder mit mehr drin. Der jetzt, Leute, sagt er jetzt und dann 3 Sekunden pro Runde. Bei Cosmos V7 habe ich die Auswahl, neue Konsole kaufen oder neue Grafikkarte. So weiß ich doch. Vielleicht auf so Nordschleife, ja. Du kriegst einmal mehr EP als ich. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt, ich quitte. Ja, weißt du, wie stylisch ich fahre? Ja, schießen von den Porsche-Fahrern. Das ist einfach schon ein Bonus. Das ist einfach durch den Exklusiv-Deal, den Microsoft jetzt hat, diesen besonderen 5-Jahres-Deal oder sowas.
Ja. Das, damit einfach alle Porsches immer vorne stehen. Und das hast du gewusst, das hast du analysiert, du hast einfach Kontakt zu den Leuten. Mm, so sieht's aus. Ja. Ich habe da einfach meine Beziehung ausgenutzt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Die Beziehung, die Forza zu Deutschland halt hat, die guten. Ja, vor allem zu deutschen Influencern hat. Das ist richtig gut. Merkt man auch immer wieder. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Nicht kaufen. Ey, was ist dieser Mensch? Ich wollte gerade sagen, was hat denn der vor da? Was ist das? Was ist. Ach, es tut manchmal echt so weh, Leute. Es tut so weh. Oh, Silencio, wir fahren durch einen Tunnel. Na gut. Okay, kurz Ruhe. Hier ist nicht so spannend. Yo! Ey, bei mir hat sich das auch kein bisschen verändert, ne? Aber genau gleich. Was? Kein bisschen verändert, aber genau gleich. Mehr, er blieb genau gleich. So. Durch den Tunnel und aus dem Tunnel raus. Voll enttäuschend. Multiplayer sackt ja richtig hart. Das sackt ja richtig rein, ne? Ich hab auch keine EP bekommen. Ja, 6000 hinter mir, ich hab Angst. Gerade vor allem im letzten Rennen gibt's doppelte Punkte, habe ich gehört. Ich sehe nicht mal die Tabelle, weil ich nichts bekommen hab. Anders kann ich mir das nicht erklären vor der Aufnahme. Hier auf Fußballplatz früher, ne? Letzte Tor entscheidet. So ungefähr ist es fast, ne? Ja, Jungs, das machen wir jetzt einfach unter uns aus, okay? Derjenige, der das Rennen jetzt gewinnt von uns, also der vorne ist, hat auch das Turnier gewonnen, okay? Finde ich auch das, fair. Das Turnier, obwohl wir noch zwei Folgen haben, meinst du? Ja, genau. Ja. Also das ist ja dann voll unspektakulär in den Folgen. Die nächste Folge, ja, hab schon gewonnen. Ich meine, aber dieses trotzdem jetzt. Mal. Dieses Online-Adventure. Ja, aber da kann ich ja jetzt nur noch verlieren. Also das ist ja Wortglauberei. Mal diese Egomanen. Ne, ja, gut, sorry, ja. Können wir dann in der nächsten Folge nochmal machen, wenn ich dann hinten dran bin. Okay, Deal. Ich bin nämlich anders, weißt du, ich bin an sich ein Philanthrop, so misanthropisch veranlagt. Genau, weißt du? Ja. Ich bin nicht so misanthropisch veranlagt. Ich weiß halt jetzt schon, dass du das Rennen wahrscheinlich gewinnen wirst, so, weil das einfach so ist. Einfach weil der Rampen wieder letzte asoziale ist. Weil diesmal ein Checkpoint halt mal nicht auslässt. Das ist mir heute noch gar nicht passiert, was möchtest du damit sagen? Nein. Guck mir doch mal kurz zurück, nein. Oh, Teamrennen. Ich bin mit Lukas im Team. Wen wundert's? Also wieder auf die Viper drauf. Weißt du, immer muss der mit seiner Weibe vorne starten. Immer. Widerlich. Ekelhaft. Deine Allrad-Viper. Ja, natürlich Allrad-Viper. Hallo? Gibt es eine andere Viper? Multiplayer nicht. Yo! Sorry, ich will dich nicht anschieben, aber ihr seid ziemlich langsam. Das war der. Tschüss. Ich bin ziemlich langsam, mein Setup ist eher Kurve. Nein, da kommt ein Mensch. Oh ja, natürlich. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Ja, ich bin gerade mit 400 in die Kurve rein. Ist das euer Ernst? Ich hab die Kurve sogar bekommen, ohne Anzählen. Let's get ready to rumble, Team Red. Sehr gut. Ja, ist schön. Mal einfach mal wieder von 1 auf 5. Ich hab einen schönen Wallgrind gemacht mit 400 Sachen. Ja, aber 1 starten ist nie gut, sprich aus Erfahrung. Oh, du. Alter, ja, ich bin tot. Schon wieder. War ich auch Lukas hinterher und versucht auch da auf den Bürgersteig zu. Ist aber nicht so effektiv. Oh, goddammit. Das kann echt nicht wahr sein, Leute. Ich hab mich einfach... Es gibt einen Vorkurven in der Kurve. Ja. Geil, einen tötet. Der entspannte Zauberer. Alter, der Checkpoint ist ja mal richtig assi. Ich werd grad von der... Jo! Was bist du? Da kam gerade ein Porsche, der ist mit dem Nacken geflogen. Ich weiß nicht. Ich hab dich so schön fair überholt. Oh Gott. Ich bin zu spät. Scheiße. Hab ich einen Checkpoint verpasst? Ja! Wie? Junge! Das ist aber das erste Mal, Leute, ich hätte es verpasst wegen dir, ne? Ich hätte dich getötet. Das ist vorher noch nie passiert. Das ist vorher noch nie passiert, dass ich einen Checkpoint verpasst habe. Also, mein ganzes Leben. Ich hab mich gerade fast daneben geschubst. Ich werde immer zu viel. Ich pushe zu viel. Mhm. Nee, das war gerade echt Nubi. Immer die Sache. Alter, dieser scheiß GT3-Fahrer! Hör auf, mit der Handbremse in jede Kurve reinzufliegen! Der driftet hier die ganze Zeit vor mir. Ja, das gibt Punkte, das ist das Problem. Ja, wieso driftet er auch mich rein und rammt mich? Geh weg jetzt. Vorsicht, die Linksknickkurve, Checkpoint ist ziemlich weit rechts. Die Linksknickkurve, Checkpoint ist ziemlich... Junge, ich bin in deinem Team, hör auf mich zu rammen! Team Blau hat nicht einen Punkt! Team Rot. Ich wollte gerade sagen, das ist aber cool. Also ich will ja nicht sagen. Nein, ich bin am Zaun hängen geblieben, mal wieder, das gibt's nicht, ey. Dominiert! Ah, nicht vorbeigelassen. Ja, schön, gut, ja, mit dir noch Dritter. Ja, Punkte. Ey, nur weil der GT3 auf der scheiß Geraden anfängt zu driften.
Ja, pass auf, der hat bestimmt jetzt am Ende gewonnen, weil er die meisten Punkte gesagt hat. Geil, scheiße, du fährst, kommst du angeflogen mit 350 Sachen, fängt er an, vor dir die Handbremse zu ziehen und die Karre querzustellen. Ja, weil es Punkte gibt. Oh, ist das, ey, das ist so ein aber dummes System. Ich hoffe einfach mal jetzt auf den Platz 1 Bonus. Oh, wow, oh, der ist ja aber riesig. Eine Kacke. Ja! Ja! Ich bin raus. Tschüss. Ich bin auch Zweiter geworden. Ja! Wie kann der nur Sechster geworden sein, der Porsche mit den Fahrmanövern? Boah, nervig, oh, das ist doch so ein Kacksystem. Um das mal zusammenzufassen, ihr seht, was falsch läuft. Alles. Ich bin Letzter in diesem Rennen gewonnen und habe den Typen geholt damit. Ich bin Erster geworden und hab den Erster geworden. Also, das ist alles richtig. Ja, ja. Cool. Ich bin Erster geworden, aber nee. Also, das war's, glaube ich. Ja. Ja, dann lass doch jetzt mal bitte zum anderen Channel rüber, da riecht's eh ein bisschen besser. Genau, ja, deswegen sind wir hier raus. Raus, alles ist erlaubt, ist auch scheiße, ist alles scheiße. Ja, nee, Mix Surface, da ist wenigstens so gemischt dann. Also da hast du halt Asphalt und diese ganz leichten Gravel Tracks. Also wir sind raus, bis gleich bei mir auf dem Kanal. Jo! Genau, tschüss. Bis gleich!